Hallo zusammen, hier ist wieder euer Chiller und schon wieder für euch in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich euch heute so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um einen Erfolg, den wir einmal finden können und Berufe und dann Kirschner und hier haben wir das Achievement Scheue Tiere der Dracheninseln und dafür müssen wir Folgendes machen. Erlegt als Kirschner 15 der folgenden scheuen Tiere auf den Dracheninseln. Ihr seht, das sind einige, die wir hier drin haben, also weit über 15, sogar fast das Doppelte oder Dreifache, was wir hier als Auswahl haben. Also wir müssen die nicht alle machen. Brauchen im Endeffekt nur 15. Wie bekommen wir diese Mobs her? Naja, wir bekommen die darüber her, dass wir auf bestimmten Stellen Köder auslegen, und zwar Köder für scheue Kreaturen, schimpft sich das. Und um diese Köder einmal herstellen zu können, ne, also das ist hier quasi ein Item, was der Kirschner craften kann, müsst ihr dementsprechend ein paar Sachen skillen. Und zwar braucht ihr ein paar Skillpunkte hier bei Köderherstellung, in Köderherstellung, und dann könnt ihr hier Meisterschaft skillen. Und wenn ihr Meisterschaft auf insgesamt 20 geskillt habt, dann könnt ihr diese Köder herstellen. Kleine Randinformation, wenn ihr das auf 40 geskillt habt, dann könnt ihr auch rare Mobs beschwören. Für dieses Achievement wäre es gut, wenn ihr nicht auf 40 seid, weil an manchen Spots könnt ihr dann nicht mehr die normale Version kriegen, sondern kriegt immer nur die Rar-Version. Und die Rar-Version ist für ein anderes Achievement zwar gut, ja, für das hier habe ich auch schon Video-Guide gemacht, aber dann kriegt ihr nie wieder diese Scheuen. Außer es beschwört natürlich ein anderer für euch oder ihr macht das auf einem anderen Twink. Also ihr lockt euch da so ein bisschen raus quasi. Ist nicht das Problem, es gibt theoretisch genug andere, ne? Aber zumindest in den einen Spots könnt ihr euch dann das Ding nicht mehr holen. Ne? Nur so als kleine Randinformation. Also wenn ihr erst das Achievement machen wollt, skillt erst auf 20 und nicht höher. Übrigens, diese Köder, wenn ihr sie aufstellt, wir machen das jetzt hier mal an der Stelle, haben die eine Abklingzeit, und zwar 12 Stunden. Hört sich jetzt viel an, ist aber gar nicht so das Problem, denn wenn wir den Köder aufstellen und dann was kirschen, dann können wir diese Abklingzeit vermindern. Und es wird immer stärker vermindert, umso mehr ihr geskillt habt. Was ich da empfehlen kann, das hier auszuskillen und das so weit zu skillen, wie es möglich ist. Am besten vielleicht nur auf 35 und nicht auf 40. Wenn ihr es schon auf 40 habt, ist auch kein Beinbruch. Dann müsst ihr halt ein paar andere Mobs beschwören und nicht an den Rare-Spots. Genau, also ich habe jetzt hier den Köder aufgestellt. Und ihr seht, jetzt kommt hier so ein Mob an. Und den müssen wir jetzt einfach umklopfen und dann kirschen. Ja? Also fürs Achievement müsst ihr ihn tatsächlich nur umklopfen. Für, ja, Kirschen solltet ihr ihn aber am besten dann auch noch, dass eure Abklingzeit ein bisschen nach unten geht. Gut, das ist jetzt der erste scheue wilder Barker. Und wo waren wir jetzt, auf welcher Position? Wir sind einmal in den Ebenen von Onara und da ganz oben auf den Koordinaten 60, 24. Jetzt schauen wir uns mal an, wie das mit dem Cooldown funktioniert. Ne, das Ding hat ja 12 Stunden Cooldown. Ihr seht, ich habe es schon ein bisschen runtergebracht. Jetzt ist es auf 9 und ein bisschen was. Und jetzt pullt ihr einfach ein paar Mobs zusammen. Tötet diese Mobs. Und könnt die kirschen. Also könnt ihr es mal beobachten. Also 9 Stunden 51. Und jetzt kirschen ich hier einfach ein bisschen rein. Ihr seht schon, wie es quasi nach unten geht. Ja? Also jetzt ist es schon nur noch 7 Stunden 45. Ja? Wenn ihr da relativ viele Wildtiere zusammenpullt. Und die Kleinen zählen übrigens nicht. Aber alle, die zumindest so halbwegs groß sind. Also so einer wird nicht zählen, so ein Mob zählt, der so 100k Leben aufwärts hat. Genau. Und sobald wir den Cooldown wieder runter haben, können wir den nächsten beschwören. Ihr könnt das auch in der Gruppe machen. Ihr müsst die ja nicht selber beschwören, sondern ihr müsst quasi bloß mit draufhauen und Kirschner sein. Ne? Das sind die einzigen Kriterien. Heißt, wenn ihr da ein paar Leute findet, die das mitmachen, könnt ihr es deutlich beschleunigen, das Ganze. So, Dolla, wir haben den Cooldown jetzt wieder runtergesetzt. Und dementsprechend geguckt, dass wir jetzt den nächsten Mob beschwören. Da haben wir jetzt scheue Sturmechse. Und wir sind jetzt hier einmal auf den Koordinaten 53, 34. Und ja, jetzt können wir die umhauen und dann gucken wir mal, ob das auch wieder mit reinzählt. Die müsste auch hier mit einmal drin sein. Wichtig ist halt bloß, ne, dass das nicht diese ganz krassen Elite-Mobs sind. Die haben dann aber meistens 2 bis 3 Millionen Leben und dementsprechend das ein bisschen krasser und die zählen dann hier oben für rein. Aber da gucken wir uns dann nachher auch nochmal Spots an, wenn wir gucken, wo ihr dann halt quasi welche beschwören dürft. Okay, also das müsst ihr jetzt auch mit reingezählt haben. Genau, die scheue Sturmechse. Ich zeig's mal auf der Map, also hier waren wir. So, den nächsten Mob haben wir hier einmal. Scheuer Hornschreiter. Und den haben wir jetzt hier auf der Insel, auf den Koordinaten 52, 44 beschworen. Schauen wir mal, der müsste auch wieder reingezählt haben.
in das Achievement. Genau, da haben wir ihn abgehakt. Als nächstes sind wir im Azurblauen Gebirge. Und hier haben wir den scheuen Otuk. Und der befindet sich jetzt hier unten auf den Koordinaten 58, 54. Den würde ich sagen, hauen wir auch noch weg. Dann gucken wir mal, der müsste nämlich auch hier einmal mit in der Liste drin sein. Genau. Dann sind wir auf dem zweiten Spot hier im Azurblauen Gebirge. Und zwar hier auf den Koordinaten 66, 57. Und dort haben wir jetzt Scheuer Sliven, oder wie das heißt. Und auch der müsste einmal reinziehen. Genau, da haben wir ihn. Und damit haben wir dann 5 Mobs. Dann haben wir den nächsten Mob. Und zwar sind wir einmal in Taldrassus. Hier habe ich den scheuen alten Felszahn gefunden. Und zwar befinden wir uns jetzt hier auf den Koordinaten 36, 72. Und ja, der ist... Elite hat aber nicht sonderlich viel Leben. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich hoffe, der zählt hier auch mit rein. Denn den habe ich jetzt versucht, selber mal zu finden. Na, mal gleich sehen. Ja. Scheuer alter Felszahn, genau. Also haben wir den auch abgehackt. Dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar befinde ich mich jetzt ein paar Meter weiter hier in Taldrassus auf den Koordinaten 36, 67. Und dort haben wir jetzt einen scheuen Salamander beschworen. Und ja, der müsste eigentlich hier auch wahrscheinlich irgendwo drin sein. Haben wir ihn um. Ah, gleich sogar der erste. Dann haben wir den nächsten Mob. Und zwar hier das scheue Warquin. Und das haben wir auch wieder in Taldrassus. Da versuche ich jetzt gerade einfach ein paar Spots. Da haben wir es abgehakt. Und ich habe es beschworen hier auf den Koordinaten 45, 64. Dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar sind wir jetzt zurück in der Küste des Erwachens. Ich wollte hier eigentlich einen Drachen spawnen lassen, hab dafür aber einen scheuen Alpha-Salamander gekriegt. Wir befinden uns jetzt hier unten am Anfang, wo diese ganzen Drachen sind, auf den Koordinaten 80, 33. Und ja, da haben wir den Alpha-Salamander. Der müsste hoffentlich hier auch irgendwo dabei sein, bei diesen ganzen Viechern. Werden wir gleich sehen. Ja, da war er zwischen den beiden. Gut, dann können wir weiterschauen. Dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar haben wir jetzt den scheuen Alpha-Protodrachen gekriegt. Ich wollte zwar hier eigentlich eine Donnerechse beschwören, weil hier sind überall Donnerechsen, aber gut. Wo sind wir? Wir sind auf den Koordinaten 45, 36. Hier in der Küste des Erwachens. Können wir jetzt einmal... Und dann schauen wir rein. Der war, glaube ich, auch dabei. Genau, Scheuer, Alpha-Protodrachen, da haben wir ihn. Dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar haben wir hier einen scheuen Feuerschreckenswind. Und den habe ich jetzt hier oben beschworen auf den Koordinaten 39, 56. Den kürschen wir mal auch noch weg. Und ja, den schauen wir mal. Genau, der ist einmal hier abgehakt. Dann sind wir am nächsten Spot und zwar in der Ebene von Onara, hier oben bei den Koordinaten 74, 30. Und dort haben wir jetzt einen scheuen Hornschreiter gefunden. Und der müsste auch einmal mit im Achievement drin sein. Okay, ja, der ist auch einmal mit dabei. Dann sind wir am nächsten Spot und zwar einmal auf der verbotenen Insel hier oben. Und dort sind wir auf den Koordinaten 44, 40. Hier kann man normalerweise eins von diesen Rare-Bossen beschwören, wenn wir den Köder hinlegen. Wir haben aber gerade rausgefunden, wenn man zweimal am selben Tag quasi den Köder hinlegt, dann kriegt man beim ersten Mal diesen Rare. Und wenn man den dann abkirschen hat und dann quasi nochmal den Köder hinbastelt, dann kriegt man als zweites quasi das Schaf, das wir jetzt gekriegt haben. Und zwar scheues altes Riesenwildschaf. Heißt, ihr könnt dann theoretisch... Ne? Ein Mob hier für das große Achievement, wo ihr die Rares beschwören müsst, mitnehmen und dann das Schaf als zweites, wenn ihr dann nochmal das Ding hier hinlegt. Also das funktioniert auf jeden Fall. Das werden wir jetzt bei den anderen Rares dementsprechend auch nochmal testen. Wenn ihr in der Skillung hier nur auf 20 geskillt seid, dann dürftet ihr den Rare gar nicht kriegen und dann müsst ihr gleich das Schaf kommen. Genau. Dann sind wir am nächsten Spot und zwar befinden wir uns jetzt einmal in der Zaralek-Höhle.
Und ja, da sind wir quasi hier auf den Koordinaten 43, 48. Da kann man normalerweise so einen großen Rare beschwören, so eine Cobra. Aber auch wie bei dem anderen, schon auf der verbotenen Insel, wenn ihr den quasi schon einmal am Tag beschwört habt, gekirschnet habt, habt ihr quasi Cooldown auf den. Und dann beschwört ihr danach quasi dieses Mammut. Ne? Das habe ich jetzt gerade auch wieder gemacht. Ich bin halt heute schon wegen dem anderen Achievements quasi die Runde geflogen und das hat jetzt eigentlich funktioniert, dass man jetzt das scheue Magma-Mammut beschwören kann. Dann sind wir nicht weit davon weg und zwar haben wir den scheuen Tiefenschinder hier. Und zwar sind wir jetzt hier auf den Koordinaten 45, 52. Das ist jetzt wieder ein ganz normaler Mob, da müsst ihr nicht vorher erst den Rare beschwören, sondern den könnt ihr quasi ganz normal holen. Gut, dann fehlt mir jetzt glaube ich nur noch einer. Dann sind wir am nächsten Spot und zwar haben wir jetzt hier dieses Viech mit den langen Beinen, den Scheuer Kossala Tiefenschreiter. Und ja, wir befinden uns jetzt hier unten auf den Koordinaten 45, 76 in der Zaralek-Höhle. Und ja, das war jetzt bei uns der 15. Mob. Man könnte jetzt die anderen theoretisch noch machen, aber es gibt kein weiteres Achievement, also dass man alle macht. Was wir jetzt im Laufe der Zeit rausgefunden haben, oft ist es so, dass an einem Spot anscheinend verschiedene ausspawnen können. Man läuft halt Gefahr, dass man immer wieder den gleichen kriegt. Ne? Deswegen haben wir jetzt am Schluss 2-3 Mobs gemacht, wo vorher ein Rare da war. Da wussten wir, da kriegen wir jetzt fix dann den anderen raus, um dann nicht x-mal quasi wieder das Ding, die Abklingzeit runterhauen zu müssen. Genau. Wenn ihr das Ganze in der Gruppe macht, geht es einen Ticken schneller. Das kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Und ja, das war's soweit mit den kleinen Achievement Guide. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tilla, bis zum nächsten Mal. Ciao.